Ja, und der John hat wieder mal geschrieben bezüglich dieser Lava-Abgrab-Aktion. Deine Lava-Abgrab-Aktion brauchen doch Jahre. Setz dir doch mal einen Plan, was du bauen willst. Asgard-Schloss. Ja, da hat er auch wieder versucht, dass ich Asgard-Schloss baue. 2. So. Das kann so bleiben. Da kommt danach was anderes hin. Jetzt mache ich erstmal die Mauer hier. Ja, meine Lava-Abgrab-Aktionen brauchen Jahre, dauern wirklich sehr lange. Aber dadurch finde ich halt weiter, komme ich halt zu weiteren Höhlen, die mir sonst verwehrt geblieben wären, in die ich mich halt graben hätte müssen oder was weiß ich alles. Finde dadurch mehr Rohstoffe und ich finde, es lohnt sich auch. Wirklich. Gut, was halt blöd ist, das Ambiente geht dabei verloren, aber bisher war mir das eigentlich immer nie wichtig. Bin ein eher funktionaler Mensch. Deswegen sehen meine Sachen noch immer so einfach oder karg aus, wie hier zum Beispiel auch. Sieht sehr karg aus. Mit Bildern zum Beispiel kann ich auch nie umgehen. Jedes Mal, wenn ich Bilder aufhänge, denke ich, ah, oh, das ist zu wenig oder ah, oh, das ist zu viel oder ah, oh, das schaut scheiße aus. Aber ich krieg's nie so hin, dass ich sagen kann, sieht super aus. Ich hänge auch immer Bilder an Stellen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Also wo ich sag, das schaut, das passt so nicht. Und wo andere sagen, das, wo ich sag, ja, mir ist es egal, ob das Bild da hängt, und andere sagen dann, ja, das gehört so nicht. Toll, jetzt habe ich da zugemacht. Toll, schon wieder wie vorhin auch. Holen wir ihn uns wieder. Okay, jetzt müssen wir hier alles ausbauen. Dauert jetzt ein bisschen, weil wir jetzt wirklich jeden Block einzeln abgehen müssen. Und anschließend nochmal jeden einzelnen Block abgehen mit Springen, damit wir den Steinziegel dort oben anbringen können. Tja. Hat er auch mal, ich weiß nicht mehr, ich habe den Kommentar nicht mehr gefunden, aber irgendwo hat er mir mal einen Kommentar hinterlassen, der John, dass er noch nie jemanden gesehen hat, der Lava so ab. Oh, der Lava so abgrippt wie ich. Das ist ja umständlich und sowas. Also vielleicht die oberste Schicht Lava mal mit Pflastersteinen wegmachen, um mal Rohstoffe zu kommen, die man sieht, aber wirklich komplett abgraben hat er noch nie gesehen. Meine Antwort: Ich habe schon immer gewusst, dass ich einzigartig bin. Darauf hat er geschrieben, dass es fragwürdig ist, aber man auf eine solche Einzigartigkeit stolz sein sollte. Naja, mir gefällt's. Also, und ich bin auch darauf stolz, weil genau das macht mich ja eben einzigartig. Dass ich einfach so bloß so irgendwie so blöd bin und so einen Scheiß mach. Das macht mich einzigartig. Und darauf bin ich stolz. Ich meine, ich kenne auch niemanden, der das so macht. Kennt ihr jemanden? Wenn doch, dann schreibt es mir doch das doch mal in die Kommentare. So, das dauert jetzt ein bisschen. Das dauert jetzt wirklich etwas. Nächster Kommentar hat mir der wurde mir von Andreas Puhan geschrieben.
Der hat mir wirklich mal ein Thema gegeben, über das ich reden kann. Er meinte nämlich, ich soll doch mal über die Entstehung von YouTube oder beziehungsweise die Entstehung von Minecraft. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Nein! Reden. Den können wir wieder mitnehmen. Ja, würde ich jetzt auch gerne machen. Das Blöde ist, über die Entstehung von YouTube weiß ich gar nichts. Wirklich gar nichts. Eisen kommt hier hin. Da haben wir noch Kies. Kommt dahin. Den Rest, den lasse ich mal. Jawohl. Das hier brauche ich jetzt auch nicht mehr. So. Den Rest nehme ich jetzt erstmal mit. Ah, dunkel ist es. Gehen wir schlafen. Aber über die Entstehung von Minecraft kann ich ein bisschen was sagen. Nicht viel, aber ein bisschen was. Es war nämlich so, Minecraft wurde ja von Notch entwickelt. Also programmiert die Urversion, die Alpha. Die allerersten, bevor Mojang sich darum gekümmert hat. Ich weiß nicht mehr, vielleicht gehört Mojang ja auch in Notch. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war er Informatikstudent. 1, 2, 3, 4. Genau wie ich jetzt auch. Allerdings weiß ich nicht, ob er Spieleentwicklung studiert hat oder keine Ahnung. Normales Informatik. Und das war. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob es seine Meisterarbeit war oder Master oder Bachelorarbeit, aber es war. Ich glaube, die Bachelorarbeit war es. Und für die Bachelorarbeit hat er sich gedacht, ja, entwickelt er ein Spiel, ein Computerspiel. Und. Wow. Das sind zu viele. Und da hat er sich halt Minecraft ausgedacht. Da ist jetzt noch ein Creeper. Geil, der hängt. Der säuft. Sind überall Creeper. Komm, krieg Schaden. Jetzt, er trinkt. Der hat uns noch nicht gesehen. Okay. Machen wir mit dem Creeper da weiter. Halt, da ist noch. Da sind noch Pfeile. Okay. Sonst noch was? Da ist ein Zombie. Gib mir den Samen her, das ist meiner. Tja, und das war halt seine Bachelorarbeit und die hat er da halt dann veröffentlicht. Den musste er natürlich auch veröffentlichen. Den Kies habe ich total vergessen. Und das wurde dann auch erfolgreich. Darum hat er weiter programmiert. Oder wie war das? Nein. Einer seiner Freunde hat gemeint, er solle das veröffentlichen. Irgendwie sowas. Und das hat er dann auch gemacht. Und das war erfolgreich. Und irgendwann hat dann Mojang die Arbeit übernommen vom Programmieren. Das Blöde ist natürlich, Minecraft ist leider in Java programmiert. Also das ist alles in Java und Java, gut, hat Vorteil, läuft überall, ist einfach zu programmieren, ist sehr gut objektorientiert und so weiter, aber ist einfach nicht effizient in Sachen Performance und Speichereffizienz. Den lassen wir da drin schwimmen. Und da muss man sagen, wieso hat er nicht C++ genommen? C++ ist sehr effizient, ist sehr speichereffizient, vor allem ist auch sehr, man kann auch sehr performant programmieren und C++ läuft mindestens überall da, wo Java auch läuft, denn das wissen viele nicht. Die Java virtuelle Maschine, die Java in Bytecode umwandelt, der dann in Maschinencode umgewandelt werden kann, damit es überhaupt läuft, ist in C++ programmiert. Das heißt, damit Java funktionieren kann, muss C++ funktionieren auf dem PC.
Wieso also hat er nicht C++ genommen? Das wäre viel besser für das für Minecraft. Finde ich jetzt persönlich. Aber egal, jetzt läuft es. Jetzt ist es eben in Java und daran können wir nichts ändern und ist ja auch egal. So. Machen wir weiter. Ich habe auch noch erzählt, ich habe mir auch noch gesagt, ich könnte ein bisschen was über die Entstehung von Internet an sich erzählen. Das ist zwar schon länger her, dass ich das gehört habe. Ich weiß nicht mehr, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Aber was ich noch im Kopf habe, ist, das Internet wurde in Amerika entwickelt. Und zwar wurde es ursprünglich als effizientes Kommunikationsmittel der Armee entwickelt. Natürlich von Wissenschaftlern. Und das wurde ursprünglich auch genutzt. Und irgendeiner der Wissenschaftler hatte dann die Möglichkeit gesehen, die das Internet bietet und hat es auch für private Kommunikation weltweit genutzt, also besser gesagt interkontinental erstmal in den USA, dann interkontinental und dann weltweit und so weiter. Und das hat sich eigentlich, es hat eigentlich sehr lange gedauert, bis sich das Internet so entwickelt hat, wie wir es heute kennen. So wie wir es heute kennen, läuft es ja erst seit etwa 30 Jahren. 20, 30 Jahren. Ich meine, früher hatte man, war es noch so, ganz früher, wenn man etwas zum Download bereitgestellt hat, einen Song oder sowas, dann musste nicht derjenige zahlen, der es runterladen wollte, also den Song kaufen, sondern dann hat derjenige gezahlt, der es bereitgestellt hat. Und zwar für jeden Download. Kenne ich ein Beispiel, Jan Hegenberg, der wäre damals daran, der hat einen eigenen Song mal online gestellt im Internet und dann wäre er daran fast pleite gegangen, der musste das dann wieder entfernen, den Download. Aber dadurch ist er dann eigentlich erst so richtig berühmt geworden, glaube ich. Wobei ich sagen muss, von dem hört man momentan auch gar nichts mehr. Finde ich schade. Tja, und das war's dann auch schon. Ich glaube, es wurde sogar während dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Oder nach dem Ersten, oder zwischen Ersten und Zweiten, irgendwie sowas. Auf jeden Fall fürs Militär. Und irgendwann wurde es, war es halt nicht mehr benötigt vom Militär und dann hat man es halt privat genutzt. Und ganz ehrlich, da sollten wir froh drum sein. Halt, das passt ja so. Nein, das passt so nicht. So. Okay, 2, 2. Nein. 2 und da oben auch 2. Okay. Zack. Zack. Okay, das müsste jetzt wieder 5 mal 4 sein. Genau. So, dann will ich jetzt 5 Felder reingehen. Das wird dann praktisch der Ausgang, wobei ich ihn da und da auch noch machen könnte. Aber ich mache ihn lieber hier und dann kann er von da aus auch noch eine Abbiegung machen oder so. So. Oder vielleicht, ich mache erstmal hier den ersten und dann vielleicht später auch da und da. Kann man ja immer wieder erweitern. Geht sehr einfach. Tja, das war es leider auch schon, was ich zum Internet sagen konnte zur Entstehung. War, wie gesagt, nicht viel, aber immerhin etwas. Ein bisschen was weiß ich. Wobei ich aber auch nicht weiß, ob es richtig ist oder nicht. Leider. Naja, zum nächsten Kommentar. Und der ist von...
Oh, das sind einige von John Marsh, da hat er mir wieder einen richtigen Kommentarfluss hinterlassen. warte mal, wie viel? 2, 4, okay, eins noch. Den Kommentar, der ist. Den brauche ich nichts kommentieren. Nein. Da verstehe ich den Zusammenhang leider nicht mehr. Ah! Nee, das ist was anderes. Da hat er mir geschrieben, Höhlentouren sind okay. Nur das Lava abgraben ist komisch. Aber das sind wir ja von dir gewöhnt. Und es wäre mal toll, wenn du ein Großprojekt und wenn du eine Farm oder ist oder zweites Haus oder so anfängst, um die Oberflächenzeit zu füllen. Habe ich ja mittlerweile angefangen. Jetzt sind wir hier auch schon fast fertig. In dieser einen Aufnahme. Das ist echt krass. Boah, ich nehme schon wieder seit fast 2 Stunden auf. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, dann kommt das hier auch weg. Ja, das Lava-Abgraben habe ich ja vorhin schon erzählt. Höhlentouren generell fand ich ein bisschen blöd, dass wir jetzt so viele nacheinander gemacht haben. Aber es ist halt der Anfang. Wir brauchen, für den Anfang braucht man einfach viele Rohstoffe und dann ist man halt öfters in den Höhlen als später. Ich meine, ihr seht es ja jetzt. Wir sind jetzt zwar auch eigentlich nicht in der Höhle, sondern im selbstgegrabenen Tunnel. Aber es ist ein Bauprojekt, das wir bauen hier. Also keine Höhlentour. Davor haben wir das Dorf verschönert, wir haben die Stallungen gebaut, wir haben Tiere eingesammelt. Ich habe nachgesehen, die Tiere einsammeln waren nur 2 Folgen. Und den Lava-Eimer haben wir auch gesucht. Weil ich ja testen wollte, ob das klappt, wirklich die Lava in diesen einen Wassertank zu füllen, den man fürs Brauen braucht. Funktioniert leider nicht. Für diejenigen, die die Folge nicht gesehen haben. Da haben wir noch. So. Naja. Okay. Ach, der Boden noch. Und dann könnten wir das mit dem Gleisen anfangen. Ja, und Großprojekt fangen wir jetzt zwar nicht an, sondern eher kleinere, mittlere. Ich glaube, ich baue jetzt auch schon seit 3 Folgen oder 4 an diesem an dieser Bahnstation eigentlich. Die richtige Bahnhof wird es ja nicht, weil es ist halt einfach nur privat. Für den Bürgermeister, für uns. ja, und das war's eigentlich schon. So. Jetzt will ich hier auch welche hin. Und ich will aber auch. Das ist, glaube ich, 10, oder? Nämlich 4. Jo, 4, 3 und hier auch 4, 3 passt. Dasselbe hier. 4, 3 und jetzt habe ich keine Fackeln mehr.